Der Schmerz des Abschieds ist nichts im Vergleich zur Freude des Wiedersehens. Und es ist wirklich schön, endlich wieder in Silverstone für den großen Preis von Großbritannien zu sein. Der Enthusiasmus der Einheimischen für die Formel 1 ist nach wie vor riesengroß. Und auch heute standen wieder kilometerweite Schlangen auf der A43. Denn alle wollen sie hierher zum Home of British Motor Racing. Mit seinen Überholmöglichkeiten am Ende der Wellington und Hangar Straight bietet der 5,79 Kilometer lange Silverstone Circuit hautnahe Action. Mit ihren 18 Kurven und einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von 233 ist die Rennstrecke eine der schnellsten und längsten des gesamten Kalenders. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Richter startet aus der Pole Position vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hamilton, Vettel, Carlos Sainz Jr. und Bottas, Norris, Leclerc, Ricciardo und Kevin Magnussen, Gasly, Weber, Sergio Perez und Butler, Albon, Giovinazzi. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiterhin starten. Kimi Räikkönen und George Russell, Stroll und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. So. Okay, this is the team's home race. We're all relying on you to impress today. Okay, auf geht's. So let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Kein Regen, vor allem in Großbritannien ist das sehr, sehr selten. Eieieiei. Das passiert mir auch sehr selten. Ja. Vor allem, weil ich auch noch warte, dass die da vorbeikommen. Scheiße. Gut, besser jetzt als im Rennen. Ja, toll. Und auch dreckige Reifen. Scheiße, das wird ein scheiß Start werden. Fast erwartet. Na, 4 Plätze verloren. Sag ja. Die Reifen müssen auf Temperatur. Die sind vorne nämlich knallekalt. Ahem.
start, but don't overreact. We can salvage this. So, okay, 13 Uhr haben wir Zeit, um 4 Autos zu holen. So, mal gucken, ob den ersten noch vor der Kurve gekriegt bekommen. Ja. Unser Teamkollege geht damit in Führung. Ah, schade, die Kurve ist lang genug, um außen vorbei zu gehen. Zumindest mal den Hamilton gekrallt. Jetzt bin ich Dritter, zumindest wieder. Der nächste ist der Teamkollege. Neue Strategie. Ja.
So, ein Renault rechts vorbei, einer links vorbei. Und damit Doppelführung. Acht Runden noch. Und ab an die Spitze. Oh nein. So viel zum Thema dazu. Unser Teamkollege verabschiedet sich. Der erste Ausfall. Scheiße. Schade. Na, zwei Runden noch. Runde 8 gehen wir auf Gelb. Da war einer, war ganz schön drückt da hinten. Ja, der wird jetzt angreifen. So, 7 Runden noch. So. So. Klar, Hamilton geht jetzt vorne weg.
Puh, Glück gehabt. Bleiben vorne. So, 5 Runden noch. So, alles, was jetzt vor uns war, war noch nicht in der Box, das ist das Gute. Der größte Teil geht jetzt rein. Wir hängen uns momentan auf P9, dann noch 4 Runden. Und der nächste, der sich wahrscheinlich jetzt verabschiedet, ist Ricciardo, der wahrscheinlich die nächsten Probleme hat. Die Frage aber, ob rausfliegt oder nur langsam machen muss. Wir können es schön absetzen nach hinten. We have 5 laps of fuel remaining. The gap to the car ahead is 2.6 seconds. Ja, das ist toll, aber der war noch nicht in der Box. Der wird wahrscheinlich jetzt in die Box gehen und ja. Ja, auf jeden Fall. Aber davor sind die beiden Toro Rosso noch, die noch gar nicht waren. Die jetzt momentan auf 4-2 und 3 liegen. Bei noch 3 Runden. Ja, da waren sie schon drin. Das wäre natürlich genial, wenn die da 2 im Formationsflug. Das sind dann Albon und Butler. Na, aber ich bin jetzt nämlich überzeugt, dass sie noch nicht in der Box waren. Die waren auf jeden Fall noch nicht drin. Keine Sekunde mehr nach vorne. Butler verabschiedet sich jetzt vor, dann von uns überholt wird. Albon bleibt noch draußen und dann auf Pitzbo liegen. Wir sind jetzt der Erste. Ah. Also, Perez war's.
Dann nehmen wir mal die Führung mit. Dabei jetzt ein Halbmann. Aber wie gesagt, der war noch nicht drin. Bin ich ziemlich überzeugt von. Zeitraffer müssen wir uns nicht abholen. Der bleibt immer noch draußen, ne? Ich frage es, ob der. Ne, wollte gerade sagen. Das wäre eine Überraschung gewesen. Schön verloren, Zeit am Ende noch. Nächste Rennen ist dann Ungarn. Und dann Belgien, Italien. So, und dann geht das jetzt gleich in die letzte Runde. This is your final lap of the race. Ja, letzte Runde jetzt. Und dann haben wir's. So. There's only one lap of fuel remaining. Fahr hinter mir. 7,3 Sekunden. Könnte man sich sogar eine Zeitstrafe erlauben und wäre trotzdem vorne. Ich glaube, das war meine neue Bestzeit sogar. Yes, you've done it. Well done. Puh, Glück gehabt. Ich muss halt retten, ey. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Renault heute den Sieg eingebracht hat. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Es ist wieder einmal Zeit für die Siegerehrung und es ist erneut ein deutlicher Sieg für Renault. Das Team hat schon einige Erfolge in der Formel 1 erlebt und heute haben sie wieder einmal bewiesen, dass sie uns immer noch begeistern können. Glückwunsch an alle.
deinem Team. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Nico Hülkenberg hat heute ausgezeichnete Arbeit auf der Strecke geleistet. Er ist aggressiv gefahren und wusste genau, wann sich ihm eine gute Möglichkeit im Rennen bot. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung von Renault an der Tabellenspitze wird immer größer. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja. Jo. So. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Die haben abgeschlossen. Ich würde sowas in der Art empfehlen. So, die Dinger kaufen wir mal kurz hier. Antrieb und Aerodynamik. So, und das nächste Rennwochenende müsste dann jetzt Ungarn sein. Nö, Deutschland ist es, Hockenheim. Okay, dann fahren wir halt da. Bis dann.